Lebenslänglich hinter Gittern. Im Limburger Babymordprozess hat das Schwurgericht am Donnerstagvormittag den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht folgte damit dem Antrag von Staatsanwalt Frank Späth. Er hat die Mordmerkmale der niedrigen Beweggründe verwirklicht. Er hat aus eigensüchtigen Motiven gehandelt. Er hat sein eigenes Ich, seine eigenen Interessen über das Kindeswohl gestellt und hat das Kind praktisch seinen eigenen Belangen geopfert. Deswegen zu Recht lebenslang aus unserer Sicht. Der 23-jährige Vater hatte im vergangenen März seinen erst 4 Wochen alten Sohn in diesem Haus in Solms-Albshausen derart verprügelt, dass dieser wenig später seinen schweren Verletzungen an Kopf und Körper erlag. Eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet in Deutschland einen Freiheitsentzug von mindestens 15 Jahren. Danach kann ein Verurteilter die Aussetzung des Strafrestes beantragen.